Rainer Basedow ist tot. Er starb mit 83 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung. Das hat seine Familie der Zeitung bestätigt. Demnach ist der Schauspieler nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt im Beisein seiner Liebsten friedlich eingeschlafen. Rainer Basedow wurde in den 70er Jahren berühmt. Er war der Dimpfelmoser im Räuber Hotzenplotz und die Stimme von Pumba im König der Löwen. Er stand jahrelang auf der Theaterbühne, spielte zahlreiche Film- und TV-Rollen und war als Synchronsprecher die deutsche Stimme von Disney-Warzenschwein Pumba. Nun ist Rainer Basedow im Alter von 83 Jahren gestorben. Basedow stand mehr als 60 Jahre lang auf der Theaterbühne und fast genauso lange vor der Kamera. Vor allem als Seriendarsteller machte er sich im deutschen TV einen Namen. Basedow war ein Fernsehhit wie Tatort, Der Alte, Derrick, Der Kommissar, Der Bulle von Tölz oder Alpha Tim zu sehen. In der ZDF-Serie Küstenwache verkörperte er von 1997 bis 2014 die Rolle des Sanitäters Kalle Schneidewind und gehörte bis zur 8. Staffel zum Hauptcast. Seine Liebe zur Schauspielerei hatte der gebürtige Thüringer schon früh entdeckt. Nach seinem Abitur und einem Deutsch- und Sportstudium an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig wechselte er auf eine Schauspielschule in München. Dort ergatterte er schnell erste Hauptrollen in diversen Theaterstücken. Rainer Basedow war seit 1971 mit seiner Ehefrau Mathilde verheiratet. Das Paar hat 4 Kinder. Woran der Schauspieler genau erkrankt war, ist derzeit nicht bekannt.